Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja, ich habe heute wieder einen Gast da. Mit dir habe ich immer wieder so philosophische, tiefsinnige Gespräche. Ganz herzlich willkommen, liebe Lis Lustenberger. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich wieder hier sein kann, lieber Alexander. Sehr Freut gerne. Mich sehr. Sehr gerne. Liebe Lis, wir trainieren heute wieder mit Ihnen etwas, nämlich Lis Lustenberger erklärt uns immer und immer und immer wieder, dass jede Situation, die aus dem Leben auf uns zukommt, auch mit uns zu tun hat. Und wir nicht immer alle Probleme im Außen suchen sollten, sondern immer das Denkweise des Echos in uns aufnehmen sollten. Das heißt, es kommt eine Situation auf uns zu und das ist eigentlich das Echo. Also was haben wir getan oder was ist die Ursache, dass dieses Echo auf uns zukommt? Und das betrifft Sie zu Hause in Hunderttausenden von Fällen immer und immer wieder, ein ganzes Leben lang und uns ja auch. Aber heute wollen wir das ein bisschen trainieren und schauen, was sagt uns diese Situation. Und aus diesem Grund hast du hier ein ganzes Bund von Fällen dokumentiert, die du mit deinen Schülern, die du teilweise schon Jahrzehnte hindurch begleitest, aufgeschrieben hast, um einfach ein bisschen zu trainieren, was sagt uns dieses Echo. Und heute fangen wir an. Ich möchte dich gerne bitten, hier wieder eine Karte zu ziehen. Soll ich jetzt die erste oder die letzte nehmen? Du darfst mal bestimmen. Nimmst du mal die erste? Fangen wir mit der ersten an. Und hier haben wir den Kurt. Den Kurt. Also lesen wir mal. Kurt steckt mitten in einer Lebenskrise. Früher zeigte sein Leben hauptsächlich von der Sonnenseite. Seit einem Jahr ist alles anders. Kurt fehlt die Motivation für den Arbeitsalltag. An Familienausflügen nimmt er kaum noch teil. Alles erscheint sinnlos. Bis am Tag, an dem eine junge, lebensfrohe Kollegin am Arbeitsplatz erscheint. Kurt verliebt sich. Endlich fühlt er sich wieder leichter. Sein Herz jubelt. Er ist ehrlich und orientiert seine Ehefrau. Diese ist tief verletzt und wünscht sofort die Trennung. Ist alles am Ende? Ja, das ist jetzt eine doofe Karte gewesen. Ganz überraschendes Ende am Schluss. He? Oh, oh. Ja, ja, Midlife-Crisis. Was ist überraschend? Ja, ich habe jetzt nicht gedacht, dass er verheiratet ist und jetzt sich plötzlich diese Wende gibt. He? Also, es ist natürlich ein jung, frisch, verliebt sein, verliebt sein. Darf das sein? Darf mir das passieren? Ja, man muss sich natürlich jetzt auch fragen, warum kommt es überhaupt zu so einer Situation, oder? Diese Ehe muss ja schon eine gewisse Zeit lang natürlich jetzt nicht so am Knusprig gewesen sein, oder? Nicht so unbedingt gepflegt worden sein. Ja, nicht so. Eine Partnerschaft darf bedingt der Pflege wie ein kleines Kind. Ja, ja. Würde ich so auch völlig unterschreiben. Und ob diese Pflege nun wieder einmal angebracht wäre, für das gibt es eigentlich einen guten Barometer, sage ich immer meinen Klienten. Stellen Sie sich vor, mal ein verlängertes Wochenende ohne Kinder, nur ich und du in den Bergen zu verbringen. Wir reisen an am Freitagabend und gehen zurück am Montagabend. Es gibt die Spielregel, es wird nichts zum Lesen mitgenommen, es wird kein Radio mitgenommen und so ganz sicher kein Nattel, nur ich und du. Könnten Sie sich das vorstellen? Und dann bin ich immer wieder erstaunt. Oft wird mir dann gesagt, ich könnte das schon, aber ob das mein Partner noch könnte, das ist eine andere Frage. Das ist doch speziell. Ich meine, diesen Ausflug reizt mich jetzt auch gerade, finde ich super cool. Ganz, ganz toll, mal wirklich ohne dieses Handy und allem momentan. Essentiell ja, ich ja. Und du. Ist das überhaupt noch zum Aushalten? In der ersten Verliebtheit ist kein doch Problem. Das überhaupt kein Problem. Da möchte man so viel davon. Mhm. Was ist passiert in der Zwischenzeit, wenn das kaum noch möglich ist? Mhm. Also analysieren wir jetzt das aus der Echo-Prinzip, kommen wir darauf zurück, dass ja eigentlich dass, die Ursache von beiden, von der Ehefrau wie vom Ehemann, wahrscheinlich darin gelegen hat, dass die Ehe einfach ein bisschen
zu fest im gleichen Fahrwasser gelaufen ist. Die Spannung hat abgenommen und niemand hat versucht, hier es wieder spannend zu machen. So ein bisschen normopathisch. Man macht jeden Tag dasselbe. Mhm. Man ist eingespielt aufeinander. Mhm. Ja, es läuft. Mhm. Es geht ja. Es ist gut so. Kommt mir auch immer wieder vor, weißt du, das von Fortrennen heute in der ersten besten Gelegenheit oder vom Ärger oder Konfrontationen davon zu reden, das ist ja heute auch ein bisschen eine Zivilisationskrankheit, statt an eine Ehe zu arbeiten, was ja eigentlich ist, ein lebenlanges Werk, wo zwei Menschen versuchen, sich gegenseitig zu vervollständigen. Ach, das ist ein schönes Wort. Mhm. Ja, ganz toll. Aha. Nicht von dir, das kam jetzt von mir. Nee, das ist schon eine Kunst, eine große Arbeit. Und man sieht es ja an den Scheidungsquoten heutzutage. Das ist ja eigentlich sehr schlimm. Und das finde ich jetzt hier eben auch, diesen Fall auch so zu analysieren. Klar, er war demotiviert, er hatte Probleme, er hatte keine Lebenslust. Hatte vielleicht auch mehr. Ein bisschen Midlife-Crisis, das kann auch noch ein bisschen hormonbedingt sein. Mhm, ja. Okay. Aber auch da hatte ich mal eine Fachärztin da, die sagte uns immer wieder, es gibt halt Veränderungen in den Hormonen. Und wenn sie sehr, sehr stark ausgeprägt sind, ist es heute eine Leichtigkeit, einfach mal wirklich eine Analyse zu machen, eine Blutanalyse und den Hormonstatus zu bestimmen. Und dann kann man das supplementieren, was gerade fehlt. Und das ist in den Wechseljahrproblematiken überhaupt kein Problem, statt zu schwitzen und weiß Gott was echte Probleme zu haben, was ja nicht nur die Frauen haben, sondern auch die Männer genau gleich. Genau. Sie sagt einfach, Hormonstatus bestimmen, intervenieren entsprechend. Nur nicht unbedingt dann mit Hormonen. Nein, das sind natürliche Hormone, Prohormone aus der Natur, wo sie dann so Salben machen, nach ärztlicher Empfehlung machen das dann die Apotheken. Und ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil solche Situationen aus dem Leben gegriffen, kann man vielleicht wirklich ein bisschen erträglicher gestalten. Und das andere ist wirklich, diesen Familienausflug zu machen, nur zu zweit. Nicht Familienausflug, ja. Partnerschaftsausflug. Ausflug finde ich super. Weil die Kinder nehmen ja ziemlich viel Raum ein. Klar. Wenn die dann kommen. Ja. Und dann kommt meistens dann die Pflege der Partnerschaft ein bisschen in den Hintergrund. Und wenn ich jetzt noch die andere Situation anschaue, es kommt eine junge, frische Kollegin daher, lebensfroh, hübsch, er scheint verliebt zu sein, aber das ist kann ja auch die Hormone verändern natürlich, wenn man bei den Hormonen bleiben wollen. Ja. Aber da kommen wir wieder, wir sind verliebt in ein äußeres Erscheinungsbild und nicht in den Menschen selber. Wer kennen kann er sie überhaupt nicht. Er kennt seine Frau und er sieht eigentlich das goldene, das göttliche innere Wesen seiner Ehefrau. Und hier sieht er ja nur die Äußerlichkeiten und ist jetzt hier wahrscheinlich wirklich hormonell gesteuert. Kann sein, ja. Ich meine, es ist ja immer schön, wenn die Frau hübsch aussieht und so weiter, aber die wahre Schönheit ist ja wirklich, wenn man mit der Frau hinsetzen kann, ihr in die Augen schauen kann und einfach in sie hineinsieht, weiß, wie sie ein bisschen denkt, wie großartig, liebevoll sie ist. Das ist ja eigentlich die richtige Liebe und nicht einfach das äußere Scheinungsbild. Ich bin heute, jetzt lege ich meine Latte ein bisschen höher wie du vorher, bin heute überzeugt, es geht im Leben um ein Hauptthema, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinserweiterung, aber das Thema dabei ist, bedingungslos lieben zu lernen. Mhm. Und ich bin geschieden, aber ich habe heute die Erkenntnis, dass eigentlich ein Partner genügen würde, um dieser bedingungslosen Liebe, Lieben ohne Bedingungen, näher zu kommen. Ja, das ist ein gutes Wort, das muss man 20 Mal wirklich wiederholen. Liebe ist, keine Bedingungen an den Partner zu stellen, sondern ihn so zu nehmen, wie er ist. Das ist hohe, hohe Schule. Ja. Haben wir das wieder gelernt bis jetzt? Ja, auch wieder nie. Also, ich meine, ich bin jetzt knapp 30 Jahre verheiratet, glücklicherweise mit der gleichen Frau. Und wir haben auch unsere Hohe und Tiefen. Aber heute, muss man sagen, so fest ist die Beziehung noch nie gewesen wie heute. Weil man einfach wächst. Weil sie gereift ist. Sie ist gereift und wir haben einen ganz anderen Stand als früher. Und das wächst auch die nächsten 10 Jahre weiter, weil wir einfach offene Menschen sind. Wir können kommunizieren und wir leben auch eine gewisse Spiritualität und versuchen, das in unser Leben zu integrieren. Und genau auch solche Sendungen, wie ich mit dir machen darf,
sind ja auch für mich immer wieder ein Spiegel, mich zu fragen, was zeigt mir diese Situation gerade und was hat sie mit mir zu tun. Schön. Aber wir gehen doch zurück zum Kurt. Mhm. Also wir haben da verschiedene Situationen. Die Frau können wir analysieren, wir haben den Mann zum Analysieren, aber auch diese Freundin, also diese, ich weiß nicht, er ist nur verliebt und er sagt das offen, ob sie schon eine Beziehung haben, steht jetzt hier nicht. Aber diese Dame, nö, das spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle in unserem Gespräch. Erst wenn sie eine Beziehung hätten. Ja. Ich meine, auch eine Trennung kann manchmal ein Segen sein. Das hast du jetzt auch bei dir erlebt irgendwo. Das ist so. Auch das muss man nicht verurteilen, wenn es nicht stimmt. Und muss man nicht mit allen Mitteln darum arbeiten, sondern man kann ja auch mal einen Stopp machen. Aber ich bin jetzt überzeugt, dass wenn ich mich trenne, wird mit dem nächsten Partner genau dort wieder weitergehen. Weil ich habe ja die Schule zu dieser Bedingungslosigkeit, wenn die mir bewusst ist, aber das, die ist den meisten Menschen gar nicht bewusst. Man sagt ja schon, mein Mann, meine Frau. Mhm. Hauptthema ist Besitztumsdenken. Ja, klar, natürlich. Das hat mit Bedingungen zu tun, du gehörst mir. Ja, genau. Also, pass auf, was du sagst, denn diese Worte haben auch Energien. Da habe ich jetzt sicherlich auch in meinen Plädoyer 5-6 Mal falsche Wörter gewählt, weil ich manchmal zu schnell rede und zu spät denke. Aber das war bis jetzt noch so. Ist das noch möglich, dass sich das verändert? Es ist eine reine Übungssache. Aber wenn du sagst, das ist bei mir so, hast du es schon wieder programmiert? Ja, nein. Das war bei mir bis jetzt so. Das ist eine Übungssache. Mhm. Man muss wirklich entschleunigen, ja. Und dann kriegt man das hin. Ja. Aus der Hektik rauskommen. Ja. Dass bedingungslose Liebe im Spiel ist, ist schon offensichtlich. Weißt du warum, Alexander? Weil sie so tief verletzt ist. Nee, weil er es seiner Frau sagt. Ja, das ist schon mal ehrlich. Aber auch ihre Reaktion mit der tief verletzt wäre jetzt da. Wenn ich lüge oder wenn ich etwas zurückhalte, hat das nichts mit Liebe zu tun. Mhm. Ja, und nochmals, auch tief verletzt sein hat noch mit Liebe zu tun, weil sonst hätten sie sich über Jahre hinweg schon auseinandergelebt hätten. Dann wäre vielleicht auch diese tiefe Verletzung nicht mehr da, sondern eigentlich nur noch der Spiegel, ja, jetzt ist wirklich der Zeit, dass wir was ändern. Ne? Da hast du recht, aus beiden Formulierungen heraus kann man sagen, da ist noch was da. Ja? Aber darum trotzdem, die letzte Frage. Ist alles zu Ende? Nein. Kann man sagen, nein, wenn sie die Notbremse ziehen. So, und welches wäre die Notbremse? Ja, das Wochenende wahrscheinlich, um mal in Ruhe zum Beispiel über alles zu reden. Oder die Verliebtheit von Kurt zum Zweck zu nehmen, über die Beziehung zu reden und ja, gemeinsam neue Ziele zu setzen. Kann schon schwierig sein, wenn die Hormonspiegel gerade... Ja, das kann, ich sage nicht, dass das nicht schwierig ist, aber aus Schwierigkeiten lernen wir. Ja, klar. Wenn schlussendlich diese Verliebtheit dazu diente, mit der eigenen Frau wieder vermehrt über die Beziehung zu reden und neue Wege zu finden, dann hat ja diese junge Frau eine ganz wichtige Rolle am Arbeitsplatz übernommen. Klar, aber wir können es auch anders anschauen, weil dass er ihr ehrlich sofort alles sagt, kann auch mit Akzeptanz, mit Respekt und mit zu tun haben, um einfach wirklich ihr klar sofort reinen Wein einzuschenken. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ja auch die Idee der Trennung durchaus sinnvoll sein. Selbstverständlich. Weil auch diese Sache, es kann ja wirklich die richtige Dame gerade gewesen sein, die den Kurt vielleicht auf seinem Weg weiterbringt. Kann ja auch sein. Sowieso. Nur wie wird man sich dessen bewusst, was ist jetzt richtig und was falsch? Die Zeit wird es dann zeigen. Was ganz ungünstig ist in so einem Fall, einfach den Bettel hinzuwerfen
und sich zu distanzieren. Also Distanz kann heilend sein, selbstverständlich. Ja, das auch. Ja. Aber viele Frauen würden in dieser Situation so reagieren, jetzt will ich nichts mehr von dir wissen und zerstören alles. Das hört man immer wieder, dann sind wir mal 2-3 Monate getrennt und nachher heißt es plötzlich, oh mein Gott, was habe ich alles fortgeschmissen? Ja. Weil meinen Besitztum, dann war es der Besitztum. Ja, das besitzt ja gut fortgeschmissen, muss ich nicht sagen, was habe ich alles kaputt gemacht durch das, dass ich mich getrennt habe. Das ist die richtige Formulierung, weil das sind ja wirklich. Aber das kann ja auch richtig sein, Alexander. Wenn dann diese Erkenntnis da ist, habe ich ja schon wieder viel mehr Weisheit. Und ich habe schon mehrmals erlebt, dass sich Paare, die sogar 2 Jahre getrennt waren, beide für sich persönlich einen Entwicklungsweg gegangen sind, zurückgezogen haben, sich mit sich beschäftigt haben, im tiefsten Schmerz des Verlustes und daran unheimlich gewachsen sind und man konnte sich sogar wieder begegnen, aber jetzt auf einer ganz anderen Ebene und die Qualität des weiteren Weges, gemeinsamen weiteren Weges, war auf einer ganz viel höheren Basis. Ebene. Ja. Aber trotzdem, wenn ich das so nochmals lese, bis am Tag, an dem meine junge, lebensfrohe Kollegin Kurt verliebt sich, es scheint mir schon sehr schnell eine äußere Verliebtheit zu sein in das äußere Wesen und nicht in den Kern dieser Kollegin. Ja, wahrscheinlich schon. Und aber das ist dann, eigentlich egal. Ja, wenn er sie dann tiefer kennenlernt über Jahre hinweg, dann sind wir wirklich wieder am gleichen Punkt und das Echo trifft ihn dann ein weiteres Mal. Ja. Das kann sehr gut sein, falls sie sich überhaupt darauf einlässt. Es kann ja auch sein, dass sie nicht nur den oberflächlichen Kurt kennenlernen will, sondern den tiefsinnigen inneren Kurt. Aber eben, ich möchte noch betonen, dass das passiert, gehören 2 dazu. Kurz hormonelle Veränderung ist sein Teil, aber in der ersten Verliebtheit könnte die junge Mitarbeiterin da sein und der Kurt würde sie gar nicht groß beachten, weil er fokussiert ist auf seine neue Partnerin oder seine Partnerin jetzt. Ja. Also man darf sich auch immer fragen, als Frau, wenn einem das passiert, es kann ja auch umgekehrt sein, was habe ich damit zu tun? Und dann braucht man nicht mehr zu projizieren auf den anderen. Die Frau wird in diesem Moment zum Werkzeug, die Junge, damit eigentlich die Ehefrau sich überlegen könnte, was darf ich verändern? Ich höre immer, mein Mann ist mit dem Geschäft verheiratet, der ist immer im Geschäft. Ich bin dann ganz hart und sage, würden Sie sich mal überlegen, was Sie verändern könnten, damit Ihr Mann liebend gerne nach Hause kommt und möglichst schnell und nicht mehr lieber in der Firma verweilt. Am Anfang war das so. Das sind aber manchmal auch Wertevorstellungen. Man hat das Gefühl, man hat die Familie zu Hause, man muss was aufbauen, man muss Sicherheiten bringen, man will der Familie was leisten können und dann ziehen alle am gleichen Strick. Die Frau hat wahrscheinlich die Einstellung mehr der Familiäre. Sie schaut, dass der Familie gut geht. Sie versucht, den Ehemann zu ersetzen, weil er so selten da ist. Und der versucht, das Geld nach Hause zu bringen. Also die Denkstrukturen sind nachvollziehbar. Ja, aber die ändern sich. Ja, und trotzdem kann man nicht immer sagen, dass diese Denkstrukturen richtig sind, weil das Leben ist ja nicht nur aus Gelddenken da, sondern eigentlich um gemeinsam die Zeit miteinander zu verbringen und sich gegenseitig gern zu haben und ja, eben die Zeit zu verbringen. Und ich muss heute auch sagen, aus meiner Retroperspektive betrachtet, habe ich doch viel zu wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht und viel zu viel gearbeitet. So. Nur dieser Gedanke hilft dir jetzt im Moment nicht mehr, weil das kannst du nicht mehr radieren. Du hast die Erkenntnis und das Wichtigste wäre jetzt, dass du dir vornimmst, jetzt und für die Zukunft mehr Zeit aufzuwenden für das, was du vorher versäumt hattest. Aber du hättest ja vorher mehr Zeit aufgewendet, wenn du schon in diesem Wissen gewesen, wenn dir das schon bewusst gewesen wäre. Wir machen nie einen Fehler, sondern wir sehen im Nachhinein, was wir verbessern könnten oder was besser hätte sein können. Und von diesem Moment an, wo ich diese Erkenntnis habe, darf ich ändern. Wie ging es mit deinem Schüler weiter, mit Kurt? Hat er die Kurve noch gekriegt? Die haben die Kurve dann gekriegt, ja. Es war ganz sinnvoll. Aha.
Aber das ist schon fast gegeben, weil er so offen und ehrlich, wenn er seine eigene Frau nicht so geliebt hätte, wäre er gar nicht auf die Idee gekommen, ihr das so schnell gerade zu sagen. Na gut, vielleicht wollte er auch die Trennung, oder? Nein, das dauerte nicht lange. Die kam wie ein Wirbelwind und hat ihn, wir können auch so sagen, ihn einfach irritiert. Und diese Irritation brauchte es, um sich des Wertes der bestehenden Partnerschaft oder Verbindung bewusster zu werden. Oft sind es ja eben Partnerschaften, der eine Partnerschaft den anderen. Und da, bei einer solchen Situation ist dann das Tolle daran, der Sinn im Unsinn, sich dessen bewusst zu werden und etwas zu verändern. Es geht immer um Veränderung. Und nicht im Außen, sondern bei mir. Und das passiert immer ausschließlich über Gedanken. Also die Ehefrau selber muss sich dieses Echo-Prinzip überlegen, was habe ich Sie muss nicht, aber es wäre sinnvoll, wenn sie das machen würde. Ja. Der Ehemann selber, der Kurt, müsste sich diese Gedanken auch machen. Was hat zu dieser Situation geführt? Warum habe ich so schnell die Fassung verloren? Und da müsste keiner den anderen verurteilen, weil er weiß, er hat einen Teil dabei, jeder. Und dann wäre eigentlich der erste Schritt möglich, gemeinsam wieder Seite an Seite weiterzugehen, reifer, bewusster weiterzugehen, anstatt einfach zu zerstören. Aber das ist anspruchsvoll. Ja, ich sage ja, man wächst zusammen, es ist ein langer Weg. Und wird wieder über Gedanken gesteuert. Ich kann mich jetzt entscheiden, zu retten oder aufzugeben. Und dieses Recht hat jeder Mensch. Und ich bin immer für die Variante positiv, auf meinem Lebensweg weiterzugehen. Und dann ist nicht Zerstörung im Vordergrund, kann nicht sein. War wieder ein ganz tolles Thema heute, ein schwieriges Thema, aber trotzdem haben wir es sehr gut, finde ich, befriedigend diskutiert und wieder einmal eine Sendung gemacht, wo den Menschen zeigt, wie man alles auch sehen kann. Und vielleicht hilft das Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, genauso, einen so einen Fall wie den Kurt mal so zu betrachten. Und wenn Sie da mal üben möchten, gedankenkräftig diese Situationen zu analysieren, dann sind Sie einfach immer wieder dabei. Alle Woche machen wir mit solchen Gedankenspielen philosophisch weiter. Aber man kann das auch individuell trainieren. Ist das korrekt? Kann man, ja. Also du führst ja solche Gruppen, das weiß ich, im Luzernischen herum. Viele solche Gruppen. Im Herzen der Schweiz. Ja, ich finde das auch der kitschig schönste Standort überhaupt dort. Ich fahre immer wieder gern vorbei. Aber dort hast du deine Gruppen und ihr kommt immer wieder zusammen und macht genau diese Spiele miteinander, wo vielleicht fiktive Themen, aber manchmal wirklich genau konkret aus dem Leben gezogen. Das ist der größte Anteil ist live aus dem Leben. Schon, weil da lernt man viel mehr als von Literatur und alles. Dann öffnet das sich bleibt. Die Gruppe gegenseitig und man geht miteinander rein und hilft gegenseitig, diese Dinge aus allen Sichtweisen zu betrachten. Und gemeinsam Lösungen zu finden. Und immer basierend auf den Spielregeln dieses Lebens. Und genau das hat meine große Achtung an dich, liebe Liz, weil das ist eine Marktlücke, total. Es ist eine zeitgemäße Marktlücke, die gefüllt werden muss, und zwar mit vielen, vielen solchen Gruppen weltweit, finde ich, weil man einfach hier in ein Thema reintaucht, wo lösungsorientiert ist, wo keine Gewalt drin ist als Lösung, wo einfach nur die pure Liebe zum Leben und zu den Gesetzen eine Umsetzung findet. Das Thema heißt bewusst denken lernen, bewusst leben lernen. Ja, genau. So ist es. Und ich denke, so müssen wir die Sendung jetzt auch beenden. Herzlichen Dank, liebe Liz. Danke dir. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war eigentlich ein wunderbares Schlusszitat von Liz Lustenbergen. Alles mit einer Portion Bewusstsein zu tun, zu machen, insbesondere auch zu denken. In diesem Sinne alles Gute, danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen miteinander.